Er ist Podcast-Philosoph und gnadenlos ehrlich. Noch dazu ist er Komponist, Kabarettist, Sänger, Autor, Besserwisser, Schauspieler und Harvey. Ich habe das Gefühl, in seinen Büchern geht es ums Überleben. Dabei sollten wir vielleicht lieber eine ins Leben. Er setzt sich dafür ein, dass Therapiebesuche wie Arztbesuche akzeptiert werden. Er ist rastlos und sollte vielleicht lieber Owe vom Gas. Wenn ich ihn jetzt frage, hallo, wie geht's dir so, hoffe ich auf ein Gut und nicht auf ein Naioi. Hallo Paul Vizera, wie geht's dir so? Ich bin begeistert, Wahnsinn, starkes Intro, wirklich, wirklich stark. Hey, gibt's Leute, die sind seit 20 Jahren in der Medienlandschaft, die nicht die Hälfte von dem Input haben und auch nicht die Hälfte des Charismas, das du besitzt? Stark. Danke, danke. Mir geht's besser als Naioi, du hast völlig recht, aber ich habe mich gerade im Vorgespräch gehabt, wie gesagt, ja. Ist jetzt seit 1. April durch, wir haben heute den 18.09., kann das sein? Und genau, und jetzt sind es 1,5 Wochen und dann habe ich eine Woche frei und fliege in deine Geburtsstadt, Kania. Also, aber mit CH geschrieben und ohne Y. Genau, und dann ein bisschen runter vom Gas. Aber es passt. Aber ich merke, dass jetzt ist dann gut Zeit, wenn es dann einmal ein bisschen ruhiger läuft. Sehr schön. Verdienst du dir einen Urlaub. Finde ich auch. Adele singt in einem ihrer Songs, sie möchte nicht nur überleben, sie möchte leben. Wie ich schon am Anfang angesprochen habe, ich habe das Gefühl, bei deinen Büchern geht es mehr ums Überleben und nicht ums Leben. Ja, weil das Leben an sich, das kann ich, glaube ich, keinem und keiner so richtig, oder will ich so richtig vorschreiben, weil da jeder und jede irgendwie ein eigenes Rezept hat, was für sie oder ihn gut ist. Aber dass es wichtig ist, dass es weitergeht, das glaube ich, kann und soll ich den Menschen auch sagen. Das ist, finde ich, auch wichtig, dass man da irgendwie trotzdem immer daran erinnert wird, weil manchmal ist es auch für mich einfach völlig aussichtslos teilweise, oder ich denke mir, mein Gott, nein, und das taugt mir nicht und das schaffe ich nicht und alles ist nur mehr ein Berg vor dir. Und genau dann geht es darum, dass man sich denkt, weiter, weiter, immer weiter. Sehr schön, sehr, sehr schön. Du hast gesagt, du verarbeitest in deinen Büchern deine Probleme. Gäbe es deine Bücher ohne die Probleme, die du in deinen Büchern verarbeitest? Weil prinzipiell Probleme hat man ja eigentlich eh immer, oder irgendwie hat man immer Probleme. Gute Frage. Ich glaube, dass das auf jeden Fall auch der Zeit geschuldet war. Das war während des ersten Lockdown, wo ich dann irgendwie Zeit gehabt habe, das irgendwie anders einmal zu formulieren, anders zu Papier zu bringen. Und ich glaube schon, dass das irgendwie direkt proportional ist, meine Probleme und der Output für dieselbigen auf jeden Fall. Was im Umkehrschluss hieße, dass glückliche Menschen keine Kunst machen, das ist ein Schwachsinn, glaube ich, das stimmt nicht. Aber ich glaube, dass vielleicht eine gute Portion oder gesunde Portion Drama oder vielleicht Unglück, und im besten Fall ist es nur vielleicht ein kleiner Durchhänger, schon zuträglich sein können, dass man kreativ ist. Also ich glaube trotzdem, die erfolgreichsten und besten und meistgehörten Liebeslieder sind nicht die, ich bin frisch verliebt und weiß nicht wohin mit meinem Glück, sondern eher die, wo man sich dann so richtig in die Melancholie reinsuhlen kann und einfach, Achtung, das schaffen wir, der ist gleich weg, jawohl, besiegt. Wo man dann einfach relaten kann zu, mir geht's nicht gut. Ja, voll. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass deine Bücher für dich schreiben war wie für Therapie für dich. Ich glaube, das hast du mal gesagt. Inwiefern Therapie war das für dich? Es ist etwas anderes, wenn man allein vor einem Dokument sitzt, ob das jetzt digital ist oder analog, wo man sich das quasi dann seine Worte genauestens formuliert. Ist was anderes, als mit einer Freundin, einem Freund darüber zu sprechen. Man ist mal allein mit seinen Gedanken und man ist allein mit seinen Gefühlen. Und das ist was, glaube ich, was etwas verschwindet momentan. Das ist ganz viele Leute, die nur mehr mit dem Fernseher einschlafen können, die nur mehr mit einem Podcast einschlafen können, weil die Stille halt so laut sein kann. Und dann bist du ganz allein vorm Einschlafen mit deinen Gedanken, mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, mit deinen Mühen. Und das will man nicht. Und deswegen beschallt man sich lieber irgendwie auditiv oder visuell oder beides, damit man eben weniger mit dem zu tun hat. Deswegen ist das, glaube ich, gut so. Schlafen ja viele mit Havidere ein, habe ich schon gelesen und gehört. Vielleicht solltet ihr mal so eine ASMR-Stunde in... Kennst du ASMR? Vielleicht solltet ihr das mal... kann man als Lob sehen, dass man viele mit dem einschlafen, kann man als Kritik sehen, dass viele mit dem einschlafen.
das war ja schon am Anfang erwähnt, du gehst jetzt langsam wieder runter vom Gas. Du singst ja mit Volkshilfe das Lied runter vom Gas und darin geht es ja, dass man mal relaxen soll und einfach mal runter vom Gas gehen soll. Wann drückst du wirklich auf die Notbremse? Ja, war lustig, weil der Gabriel, der Flo und der Paul wirklich lachen haben müssen, weil sie gesagt haben, sie bräuchten ein neues Lied und ich bin mit dem um die Ecken gekommen und gesagt, das ist das Schizophrenste, was du hier gemacht hast. Das war aber sehr, sehr amüsant für alle. Ja, in 1,5 Wochen dann. Also ab 29.09. habe ich dann, ab 30. hat der September 30 Tage? Ja, passt so. Sieh ja. Genau, habe ich dann eben einmal eine Woche frei und fliege mit zwei Freunden immer ins gleiche kleine Fischerdorf im Süden von Kreta, wo wir dann einfach nur schlafen, essen, Karten spielen, Wasser gehen. Und das wird dann so 7 Tage lang wiederholt und das ist perfekt. Und da freue ich mich richtig drauf. Und das sind so kleine Checkpoints übers Jahr gesehen, die du dann irgendwie so einteilst, damit du dich wieder auf was freuen kannst. Und jetzt merke ich gerade, dass bis zur nächsten Labestation schaffen wir es noch irgendwie, aber es wird mühseliger. Ich singe ja auch das Lied Naioe. Darin geht es, dass die Österreicher eigentlich immer jammern. Und wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, Naioe. Wann jammerst du? Ich jammer häufig und ich habe mir das angewöhnt, dass das nichts Schlechtes ist. Es ist viel zu oft so, dass du sagst, ja, wie gestern, ja, super, alles gut, alles passend, was passiert. Und wie ist das? Ja, das ist nicht. Ich glaube, das darf man ruhig. Das ist eine Psychohygiene, dass man einfach mal sagt, ich glaube, dass es uns einerseits viel zu gut geht und andererseits können wir nicht dazu stehen, wenn es einem nicht so gut geht. Das heißt, wir schimpfen darüber, ja, das Ladekabel reicht nicht bis zum Bett. Ja, das glaube ich. Halt mal aus. Und andererseits dann halt, wenn du wirklich gerade irgendwie einfach eine Leere hast oder traurig bist, versuchst es zu überspielen, weil wir dann wieder Angst haben davor, dass wir ausgeschlossen werden von einer Gemeinschaft, von irgendwas, weil der ist komisch, der hat Probleme und so ein Ding. Und genau das ist, glaube ich, das ist der springende Punkt, dass man irgendwie realisiert, dass die Fähigkeit, traurig zu sein, ein Beweis dafür ist, dass die Seele noch funktioniert. Das ist ganz interessant, weil ich finde eigentlich, du jammerst ziemlich wenig. Also wenn du mal sagst, dir geht's nicht so gut. Kennen uns ja gut genug, Tanja, du hättest... Nein, aber wenn ich so den Podcast höre und du wirst so gefragt, wie es da geht und so, sagst du schon, was los ist, aber es ist nicht so jammern. Du verpackst es irgendwie wieder schön, dass es nicht wie jammern klingt, finde ich. Ja, weil ich immer Angst habe, dass ich undankbar wirke. Das mag ich habe dann immer so Sorge, dass wenn ich dann sage, ach, Alter, und jetzt wieder... Am Freitag vor 4000 Leuten, ja, Alter, sei dankbar, komm, das andere wären froh, wenn sie das im Jahr hätten. Ja. Aber es ist dann trotzdem, irgendwann schleicht sich, egal wie viele Interviews du dann hast, zum Beispiel eine Normalität ein in deine Interviews. Das ist völlig normal, dass du das jetzt hast. Und das habe ich ja letzte Woche mit deiner Kollegin besprochen, mit der Claudia Stöckl, die dann, wo ich immer gesagt habe, schau, es gibt halt auch, glaube ich, Gäste, wo du mehr Feier spürst als bei wem anders, wo du merkst, hui, das ist schwierig, dass wir da jetzt 2 Stunden Gespräch rauskriegen, wenn halt das Gegenüber das Ping-Pong nicht so drauf hat. Und das ist halt auch bei der künstlerischen Arbeit irgendwie so. Es ist dann irgendwie normal, dass du halt vor ein paar tausend Leute spielst. Also das ist nicht undankbar, aber es ist dann trotzdem so, dass du einfach denkst, ach, wenn heute frei wäre, wäre ich auch nicht besser, ne? So auf die Art. Und dann habe ich aber gleich wieder Sorge, dass ich durch diese Undankbarkeit den Ist-Zustand verlieren könnte. Weil eigentlich bin ich überhaupt nicht abergläubisch, aber dann glaube ich wieder ein Karma. Sehr, sehr schizophren das Ganze, völlig, ist mir klar. Aber so bin ich halt irgendwie. Jetzt machen wir einen Sprung. Du bist ja ein absoluter Morgenmensch. Wann gehst du schlafen? Ganz, ganz unterschiedlich. Wenn ich darf und kann und kein Sturmspiel ist. Gestern bin ich um 8:30 schlafen gegangen. Und wann bist du aufgewacht? Einmal um 3, einmal um 4, einmal um 5 und dann bin ich aufgeblieben. Also das ist dann so, ich brauche nicht viel mehr als 5-6 Stunden, das ist okay, das reicht mir völlig, also wirklich völlig. Aber also ich bin manchmal wirklich um 6 schon so müde und denke mir, Alter, bis 6:30 kannst du nicht um 6 schlafen gehen. Aber eigentlich denke ich mir, ist ja so gemütlich jetzt. Und dann bist du aber halt um 12 Uhr auf und das ist dann auch wieder Scheiße, weil das vertraut sich alles. Aber also die letzten 3 Tage waren doch jeden Tag um 5 für das. Cool, Wahnsinn. Nein, bin ich schon, ja... Aber meistens ist es dann so 11 oder so und dann stehe ich um, ja, meistens schaue ich, dass ich um 5 aufstehe. Um 5 in der Früh, ja, nicht ja. Um 5 in der Früh. Ja, nein. Ich bin nicht, also dieses,
um 13 Uhr wacht der Künstler auf und lässt sich ein Bad ein und fühlt sich wohl in seiner Unverstandenheit. Und das bin ich nicht. Also ist okay. Und was machst du dann, wenn du schon so früh munter bist? Ich mache mir einen Kaffee und einen Tee. Das ist seit 15 Jahren so. Das brauche ich. Das sind die zwei Sachen. Dann gerne rauchen. Ich weiß, das ist scheiße. Mag ich auch nicht weiterempfehlen, aber ist halt mein Laster. Genau, das ist so Kaffee, Tee und eine Rauchen. Dann Newsfeed, was ist so passiert auf der Welt. Mhm. Das ist nicht das Erste, was du machst nach dem Aufstehen? Nein, das Erste ist einmal mit mir sein. Das ist einmal nicht das Erste auf Handy schauen, mit mir sein und einmal abchecken, Newsfeed, wie geht's mir so? Das ist einmal, aber das ist gut. Ja, voll. Also was ich mir auch angewohnt habe, funktioniert nicht immer, vor allem wenn du einmal fort warst und dann vergisst das. Aber Handy ist nicht beim Bett, das ist wichtig. Ja, das muss sein, Flugmodus und anderes Zimmer. Und dann gewöhnt man sich das einfach an. Das ist dann aber wirklich gut in der Früh aufstehen, Kaffee, Tee und dann einmal so den trinken. Und da eben noch nicht. Manchmal denkst du ja schon, hat wer geschrieben oder gibt es was Neues oder wie ist das Spiel ausgegangen? Aber hältst du dich dann zurück. Genau, also diese zwei Getränke ohne Einwirkung von außen. Und das ist dann also, glaube ich, so ein bisschen, dass du mit dir selber so in den Tag hineinkommst einmal. Und dann kommt die Keule von Erdrutsch, Krieg, Anschlag, Ding. Das muss nicht gleich am Anfang sein, das kann dann noch früh genug deinen Tag versauen. Das ist verrückt. Ist aber angenehm. Probier es eine Woche aus und du wirst es nicht mehr anders. Ich muss in die Schule, ich kann das leider nicht. Das ist. Du hast gesagt, du hättest gerne weniger Angst, weil du dir somit irgendwie den Moment versaust, hast du so gesagt. Mhm. Wie würdest du dich als Mensch beschreiben? Boah, sehr, 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 sehr diametral. Also einerseits kann ich total fokussiert und gelassen sein, wenn es um die Bühne geht. Andererseits kann ich total viel Glücksgefühle empfinden, wenn der Papa deine Mama im Arm haltet und das gerade so schön macht, die da hinter der Kamera ganz schön. Sehr, sehr süß, muss man sagen. Wirklich, toll. Das war super süß, bitte. Das war einfach nur herzig. Das war, andererseits kann ich total unrund sein und ungeduldig vor dem Auftritt. Ich bin einerseits, glaube ich, sehr, sehr sicher, wenn es darum geht, dass ich weiß, jetzt ist zum Abliefern. Andererseits kann ich davor wahnsinnig hibbelig, da bin ich wahnsinnig, ich bin immer wahnsinnig hibbelig davor und ein bisschen unsicher, aber das ist eben der Punkt, wenn man sich auf eine Bühne stellt, die gesunden Leute stehen unten, weil jeder und jede, der sich auf eine Bühne stellt, hat ein gewisses Insuffizienzgefühl und einen gewissen Minderwertigkeitskomplex, weil es gibt nichts Unlogischeres, als dass dir eine anonyme Masse sagen soll, dass du gut bist, die du nicht einmal kennst. Das ist im Menschen nicht so gemacht und das sind eher die Leute, die irgendeinen Zuspruch brauchen, weil sie ihn irgendwann einmal nicht bekommen haben. Und den habe ich eben nicht bekommen und deshalb suche ich mir den jetzt. Und wichtig wäre aber, dass ich weiß, dass ich ohne dem Ganzen genüge und dass ich den ganzen Zuspruch nicht brauche. Andererseits wieder, wo wir wieder bei diesem diametralen Bild von mir wären, ist es so, dass ich mir denke, es gibt wirklich Schlimmeres, als wenn ich anderen eine gute Zeit beschere und dadurch es mir besser geht, als dass ich irgendein Blödsinn macht dabei. Du denkst sehr, sehr cool, muss ich sagen. Es war jetzt sehr, sehr cool. Danke, du fragst sehr, sehr cool. Du hast ja im Poolpark mitgespielt, du hast einen Polizisten gespielt. Du hast erzählt, du hast einen Freund, der auch Polizist ist. Ja. Hast du dir Tipps für die Rolle bei ihm abgeholt? Wollte ich tatsächlich. Und wir wollten sogar gemeinsam auf den Schießstand gehen und dass ich mal alles genau lernen. Aber wir haben dann vom Film einen bekommen, der uns das gemacht hat. Okay. Und deswegen sind wir lieber an Trinken gegangen. Und dann haben wir gesagt, das schafft er. Und das hat uns so passt, genau. Aber ja, stimmt, hast recht. Sehr, sehr cool. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt nicht komisch ist, meine Frage kann man nicht besser einleiten, als deine Socken zu zeigen. Du hast Out-of-Order-Socken an. Ja. Sehr, sehr cool. Danke. Jetzt Schleichwerbung. Falls gerne, danke schön. Und Christopher Seiler hat mal Out-of-Order sein Kegelclub bezeichnet und Seiler und Speer ist seine Familie. Okay. Wie ist das bei dir? Ist Bezerra und Jaus deine Familie und Out-of-Order dein Kegelclub, also dein Spaß? Oder ist es beides, Spaß und Familie? Der Christopher ist ja ausgestiegen, jetzt vor einem Monat oder so, glaube ich, weil er einfach gesagt hat, dass er seine Energien anders bündeln muss und so. Und das ist sein gutes Recht und jeder hat einen anderen Energiehaushalt, sagen wir mal so, wie das halt geht. Aber ich mag das gar nicht in Familien oder Kegelclubs oder was auch immer einteilen.
es geht einfach darum, dass man gern Musik macht und gewisse Sachen, die man, also der Dani und ich halt bei Out of Order machen, die sind in unseren angestammten Formationen, sie wären sehr seltsam irgendwie, wenn man die dort macht. Also wenn jetzt da, weiß ich nicht, Live's a Party mit Pizzeria und Jaus, das ist nicht so gut ausgegangen, glaube ich, wie bei Seil und Speer auch nicht. Und na, das ist einfach ein anderes Ventil, um deinen kreativen Duscher auszuleben. Das ist einfach, ich bin einmal da auf der Welt und da möchte ich einfach das, was da drinnen ist, aushauen und formulieren und so. Und das ist für mich das Allerschönste, was es gibt, dass man irgendwie sämtliche Kunst, dem irgendwie gefällt oder jemand anders gefällt, einfach rausschießen darf in die Welt. Und das, da nutze ich alles, was erlaubt ist und Spaß macht irgendwie. Sehr schön. Ich sage heute sehr oft sehr schön, aber es ist sehr schön, dir zuzuhören. Danke, das freut mich. 50% sind die Fragen. Das ist so. In eurem Song Ein ins Leben singt sehr an Scheiß, muss ich. Muss man wirklich an Scheiß im Leben? Muss man wirklich nichts? Ich glaube, also wie ich das Lied geschrieben habe, beim Otto ist es jetzt ein bisschen anders, der hat ja zwei Kinder und alles und so, aber bei mir, ich habe keine Kinder, ich habe bis auf jetzt natürlich Freunde, klar und so, und meine Mutter und so, es war halt so gemeint, wenn du jetzt nicht für jemanden anderen sorgen musst, so auf die Art, dann sollte es einem leichter fallen, Nein zu sagen einfach. Mhm. Das ist, glaube ich, so etwas salopper formuliert mit einem Scheißmusik, aber unterm Strich denke ich mir, wenn du jetzt eben nicht irgendwelche Menschen hast, die du durchs Leben bringen musst, darfst du ruhig mehr auf dich schauen. Also es ist eher so eine kleine Räuberleiter in mehr Selbstbestimmtheit. So habe ich es formulieren wollen. Und wie leicht fällt es dir, Nein zu sagen? Schrecklich, schrecklich. Wehmütig grüßt der ich bin, den, der ich sein möchte. Immer wieder. Ich wäre so gern bekämpft. Also, das heißt so schön, der Wegweiser weiß den Weg, er geht nicht. Aber immerhin weiß er. Das ist ein sehr cooler Spruch von dir, aber du hast noch einen sehr coolen Spruch gesagt. Ich lese ihn ab, damit ich mich ja nicht verspreche. Bitte, mache ich meistens auch so. Grüße alle am Weg hinauf, beim Runterkommen siehst du sie eh wieder. Hat mir Peter Rapp damals mitgegeben, die Legende. Peter Rapp hat zu mir gesagt, Balek, grüß alle am Weg auf, am Weg ab, siehst du das alle wieder. Genau. Ja, hat nichts damit zu tun, glaube ich, dass man sich denkt, wenn es einmal weniger läuft, dann stehe ich bei Dancing Stars, weil das ist dann halt wirklich, glaube ich. Ich habe zu meinen Freunden immer gesagt, wenn du mich mal da drinnen setzt, dann bitte überweist mir was, dann wisst ihr, es wirklich scheiße läuft. Nein, soll jeder machen, was er will, ist klar, aber es gibt halt so Formate, wo du merkst, da war das Zenit doch schon ein bisschen länger her, sagen wir so. Und ich glaube eher, dass es das ist, dass du trotzdem einfach nie deine Demut und deine Höflichkeit und deinen Respekt vor den Mitmenschen einfach verlierst. Deswegen grüße jeden beim Weg rauf. Also es ist voll schön immer zu sehen, wenn wir, nach 2 Jahren wieder, haben wir jetzt im Allgäu gespielt, völlig, also wirklich, glaube ich, 12 Stunden fort irgendwo hin und dann sagen die nach 2 Jahren, wie wir wieder dort waren, so, das war so schön, ihr habt jedem von unseren Arbeitern die Hand gegeben, die reden heute und sagen, ja, Alter, logisch, ihr habt da mitgeholfen, das ist eine Kerze, das ist, so wirst du erzogen, das ist einfach normal. Und ich glaube, es soll dich eben davor bewahren, was der Peter wahrscheinlich gemeint hat, ist, dass wenn du glaubst, du bist wer und aufgefährst, dann, also ich glaube, man fällt sanfter, wenn man freundlich ist. Vielleicht ist es das. Es seid ja sehr lieb, als Kirchstetten verschoben wurde und die 100 Leute, das habe ich in Havidere gehört, als du am Mexiko warst und Kirchstetten verschoben wurde, ist der Ball, nicht du, alles der gut, Otto, ja. Hingefahren und hat mit den 100, die es nicht mitbekommen, ja, Fotos gemacht. Genau. Voll lieb. Ja, muss ich erwähnen. Absolut, unbedingt erwähnen, das war total lieb. Das gleiche war jetzt da in Kufstein, wo wir verschieben haben müssen wegen der Unwetter. Und wir sind auch mit einer Bierkiste sind wir auch rauf, weil halt einfach auch, so, ich meine, es war so schier, die meisten waren, glaube ich, voll dankbar, dass wir es verschoben haben, es war wirklich 2 Grad gehabt und durchgeschüttet und wirklich, aber trotzdem so 30, 40 Leute haben es trotzdem nicht mitgekriegt und die waren dann halt auch, cool, dass er es persönlich sagt, so quasi. Aber das ist schön, das zeigt, wie bodenständig ihr noch geblieben seid, obwohl ihr solche Stars seid, gell? Das passt schon, das geht sich gerade noch aus.
Du warst Studienkollege vom Frontman von Granada, vom Thomas. Ja. Und du hast erfolgreich abgeschlossen, er hat erfolgreich abgebrochen. Ja. Und lustigerweise seid ihr ja beide Musiker geworden. Voll. Wie viel hat dir dein Studium geholfen? Auch wieder sehr, sehr zweiseitig. Einerseits null für die Kunst, weil es so langweilig war. Also wir haben eine coole Vortragende und einen coolen Vortragenden gehabt, sonst war es so trocken, wirklich. Es war wirklich, also ich verstehe Thomas, dass er früher gesagt hat, außerdem abgeschlossen bei mir, ja, Bachelor, also Magister aufgeschlossen auf die halbe, aber abgeschlossen. Aber auf jeden Fall, andererseits hat es mir sehr viel geholfen, weil ich in der Zeit gemerkt habe, das ist nicht. Also das ist es nicht, das will ich nicht machen. Und auch dann viel mehr Zeit irgendwie mit dem Schreiben verbracht habe und mit dem Komponieren, als mit dem noch einmal der Tausendste sein, der das liest und dann über das schreibt und die Hundertste pro Seminar, die gleich ausschaut. Und man, dieses Zitieren war so nervig. Das war anstrengend. Aber also einerseits hat es mir schon was gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, da wird es mir nicht hinzahlen. Ja. Ja, es hat ja vor allem was gebracht beim Quiz vom Herrn Professor Hanser im Havidere-Podcast, wo du besser abgeschnitten hast als die Gabi. Frau Magister Hiller. Ja. Hiller. Ja, gut, also muss man fairerweise sagen, die Sachen, glaube ich, hätte ich ohne Studium auf der KF auch noch geschafft. Aber sicher lernst du was, brauchen wir nicht reden, aber es ist, ich habe mir gedacht, dass du verfeinerst deinen Stil und deine Klinge wird geschärft und so irgendwas. Pures Nachschreiben, was so da. Das war halt irgendwie dann ermüdend. Halt irgendwie. Also da hätte ich irgendwas so Schreibwerkstatt-Journalismus wahrscheinlich machen müssen, damit da irgendwie. Genau. Aber dafür sagst du immer wieder schöne und schlaue Sachen. Ja, das ist aber nur Lesen. Das ist nur Lesen. Das ist nur 90% ist Blöffen, 10% YouTube-Videos schauen. Das ist immer das Gleiche im Leben. Es ist wirklich, aber also wenn du gern und viel liest, ist das mindestens so ertragreich wie jedes Studium, hundertprozentig. Weil du machst ja dort nichts anderes. Manchmal liest es da wer vor und die haben oft einmal einen Sprachfehler und ein Identitätsproblem. Also du würdest nicht Germanistik weiterempfehlen als... Es gibt total viele Leute, für die es perfekt passt. Mhm. Für mich hat es nicht passt. Okay, ja. Ist okay. Ich habe ja schon was von dir lernen dürfen, und zwar woher die Bernerwürstel kommen, weil sie kommen ja gar nicht aus Bern. Richtig. Ist Professor vielleicht doch eine gute Idee als Zweitberuf? Nein, zu ungeduldig, um sinnhaft und verständlich Wissen zu vermitteln. Das werde ich nicht mehr, bin, glaube ich, kein guter Pädagoge. Deswegen mache ich Lieder, dann können sie halt immer wieder anhören und vielleicht können sie dann irgendwie ein Lied ausziehen. Es ist besser als Frontalunterricht. Gabi Hiller hat gesagt, sie mag es, dass du ihre Worte, ihre Gedanken gut in Worte fassen kannst. Was kannst du nicht gut in Worte fassen? Ach, genug. Ich muss nur so viel lernen und habe nur mehr so wenig Zeit zu lernen. Also ich kann oft, glaube ich, was nicht gut in Worte fassen, aber werde nicht müde, es zu probieren und mich dann zu verbessern, glaube ich. Also mir hat Sprache immer so gut gefallen und es gibt wenig Erfüllenderes für mich, als wenn ich merke, dass ein Satz schön anfängt, sich aufbaut und sich dann wieder elegant entschließt zu verschwinden. Das befriedigt mich auf irgendeine Art und Weise, die ich nicht erklären kann. Das kann ich nicht gut in Worte fassen zum Beispiel. Das war schon mit den Fragen, aber ich habe noch eine Schnellfragerunde. Word Rap. Studio oder live? Live. Okay. Na, ja, doch, schon. Das Schass ist, einerseits ja, andererseits, wenn du im Studio bist und dir fällt das Mörderding gerade ein und da bist du so stolz und so erfüllt. Aber wenn ich mich nur mehr für eins entscheiden... Dann live. Ja, wobei, dann kann ich live keine Sachen üben, das daheim. Dann ist... Schwierig, aber wahrscheinlich. Aber vielleicht kann man es verbinden und dann kannst du... Ja, bevor die Leute sagen, das ist eigentlich gar nicht so geil, dann denkt sie, ja, also ich bin ja Fan, aber jetzt geh mal heim und dann komm wieder. Also das verstehe ich dann. Lieblingslied? Allgemein. Boah. Kann auch von dir sein, wenn du jetzt... Es wäre sehr arrogant. Aber also was immer geht und was mir seit mittlerweile... 3 Jahrzehnten, so ein alter Sud bin ich, nicht fad wird, ist nach wie vor Herrscht das nicht von Robert von Geusern. Es wird nicht langweilig. Lieblingsbuch? Momentan
matchen sie sich gerade, weil ich es gerade vor kurzem erst fertig gelesen habe, Demon Copperhead von der Barbara Kingsolver. Ich habe noch nie in meinem Leben ein so fesselndes Buch gelesen. Okay. Es hat 900 Seiten, also musst wirklich, also jetzt so schnell übers Wochenende, geht auch, aber geht so White Trash, Rednecks Partie in die Südstaaten, die sehr, sehr Sozialporno von der wirklichen Low Class, von den Menschen. Aber so berührend, so fesselnd, so einfühlsam. Unglaublich. Und das Buch, was ich am öftesten gelesen habe, ist Dienstags bei Maury von Mitch Albom. Geht um einen Tod und du willst so sehr leben nach dem Buch. Und das ist großartig. Das ist wundervoll, das Buch. Sehr schön. Lieblingsspeise? Ja, Schwammerl Gulasch mit Semmelknödel. Lieblingsbeschäftigung? Musik machen, hören, schreiben. Und außer Musik machen, hören, schreiben? Nix? Reden? Na? Okay. Ist jetzt auch meiner jetzigen Situation geschuldet, klingt etwas asozial, aber ich bin wirklich gern alleine. Bin ich wirklich sehr gern. Okay, sehr schön. Lieblingsjahreszeit? Herbst finde ich wegen am Gewand. Ich finde im Herbst, der ist so kurz, ne? Aber ich finde, da kann man am besten irgendwie gewandt. Dann haben wir uns die perfekte Jahreszeit für das Interview heute ausgesucht. Das ist perfekt, du hast da alles perfekt ausgesucht. Lieblingskinderserie? Mhm. die super tollen Fußballstars auf jeden Fall. Dann. Ich habe mir gerade einen Vogel angeschissen. Ja, passt da. Aber das passt. Alles gut. Ja. Und sonst noch, was hat mich sonst sehr taugt? Nein, nehmen wir die super tollen Fußballstars. Passt schon. Hast du ein Idol? In mehreren Ebenen. Also nicht ein Idol, was mein Idol ist, aber zum Beispiel in Bezug auf Coolness im Alter, Thomas Spitzer. In Bezug auf Coolness in der Jugend, seine Frau Nora Spitzer. In Bezug auf verschiedene Genres gibt es einfach für mich, die mir dann wahnsinnig taugen. Genau. Also du hast mehrere Idole. Ja, Idole. Menschen, wo ich sage, das ist großartig, wie ihr das macht. Aber dem Nacheifern ist sowieso ein Blödsinn, du bist wie anders, das geht sich nicht aus. Sehr schön. Und woran glaubst du im Leben? Ich glaube im Leben daran, dass ich in diesem kurzen Wimpernschlag der Zeit möglichst viel Gutes tun will und dass es mir während dem Gutes tun auch gut gehen darf. Besser kann man mein Interview gar nicht beenden. Vielen, vielen Dank. Ich sage danke vielmals. Dankeschön. Danke vielmals für das tolle Interview. Geht's zu ihr. Sie hat es sich verdient. Tolle Fragen, tolle Frau, tolle Arbeit. Einfach nur zum Weiterempfehlen. Danke.